Open Data Deutschland, ein Statusbericht. Mein Name ist Sebastian Meyer, ich bin Professor für die Gestaltung von Wissensvermittlung an der Fachhochschule in Potsdam und ich beschäftige mich nun schon seit sehr vielen Jahren mit offenen Daten und vor allem, wie man daraus neue, innovative Anwendungen bauen kann. Bevor ich in Potsdam war, habe ich das an der HafenCity-Uni in Hamburg im Bereich der Geovisualisierung gemacht und davor gemeinsam mit dem City Lab und der Technologiestiftung Berlin auf Landesebene in Berlin. Wenn ich über offene Daten spreche, dann spreche ich primär über offene Daten aus Verwaltung und Behörden, was häufig auch unter Open Government Data läuft. Darüber hinaus ist das Thema offene Daten mittlerweile ein sehr großes und breites Feld und kommt aus ganz vielen Bereichen. Aber der heutige Vortrag bezieht sich primär auf Open Government Data. In Deutschland finden wir diesen Open Data Diskurs seit mittlerweile mehr als 10 Jahren. Die Anfänge von Open Data liegen natürlich schon viel mehr zurück und wir finden den Begriff erstmalig in den 50er, 60er Jahren in der Wissenschaft schon. Aber in Deutschland gibt es so in den letzten 10 Jahren die ersten Gesetze und Verordnungen, die das Ganze auch in einen rechtlichen Rahmen setzen und damit auf eine Basis, auf der wir arbeiten können. Hier nur beispielhaft ein paar dieser Gesetze und Verordnungen. Was sollte Open Data im Idealfall sein? Tim Berners-Lee hat schon vor vielen Jahren einen 5-Sterne-Plan vorgestellt für sein Konzept von idealen offenen Daten. Was beginnt mit: offene Daten brauchen natürlich eine offene Lizenz, damit sie möglichst einfach nachgenutzt werden können. Es müssen strukturierte Daten sein, sie müssen maschinenlesbar, standardisiert sein und im Idealfall sind sie dann sogar noch semantisch verknüpft, sodass wir wirklich automatisiert aus diesen Daten einen Mehrwert gewinnen können. Ich persönlich sehe das eher ein bisschen pragmatischer. Natürlich brauchen wir offene Lizenzen. Natürlich müssen Daten maschinenlesbar sein. Was bedeutet, dass PDFs und Excel-Dateien etc. erstmal rausfallen. Darüber hinaus müssen Daten aber vor allem zugänglich sein. Das heißt, wir wollen nicht erst durch endlos viele HTML-Seiten klicken, bis wir irgendwo dann einen Download-Link finden, der sich dann auch alle paar Monate ändert oder uns durch FTP-Server hindurchklicken. Darüber hinaus müssen sowohl die Metadaten als auch die Daten selber stark standardisiert sein, damit wir automatisierte Prozesse aufsetzen können. Warum Open Data sollte eigentlich nicht mehr groß erklärt werden müssen? Auf 2 Punkte möchte ich aber noch kurz eingehen. Das eine ist der Mehrwert für die Verwaltung selber. Denn wenn wir in der Breite offene Daten von Behörden haben, erleichtert das auch die Arbeit über Behördengrenzen hinaus. So müssen Behörden sich nicht mehr gegenseitig Geld hin und her schieben, um Daten einer anderen Verwaltungseinheit zu kaufen. Auch wir als Hochschule haben früher extrem viel Geld dafür ausgegeben, dass wir Geodaten vom Land gekauft haben, die wir jetzt als Open Data frei nutzen können. Der wirtschaftliche Mehrwert wird gerne von der Politik in den Vordergrund gestellt. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an Studien, was die wirtschaftlichen Potenziale von offenen Daten darlegt. Eine Studie, die ich sehr gut finde, wurde 2016 von der Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht. Und was die Autoren hier gemacht haben, ist, sie haben 3 Szenarien eröffnet und diese dann auch mit wirtschaftlichen Potenzialen beziffert. Aber sie haben vor allem für jedes dieser Szenarien Bedingungen oder Aufgaben für die Verwaltung definiert, die erreicht werden müssen, um tatsächlich dieses Potenzial hebbar zu machen. Und was in der Politik gerne genannt wird, ist dann so der Mittelwert, der hier unter ambitioniert läuft. Wenn wir uns aber die Anforderungen anschauen, sehen wir sehr schnell und werden es auch gleich im Laufe des Vortrags sehen, dass selbst das, was unter konservativ läuft, bis heute noch bei weitem nicht erreicht ist. Genau diese Anforderungen, die in dieser Studie definiert werden, sind natürlich auch das, was wir als Community, Forscherinnen, Aktivistinnen heutzutage von offenen Daten erwarten. Und die technologischen Entwicklungen haben natürlich auch dazu beigetragen, dass wir relativ hohe Erwartungen an das haben, was offene Daten uns bieten sollen. Das Ganze steht häufig dann in einem starken Kontrast zu dem, was die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung tatsächlich leisten können. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch wichtig, wenn wir als Community sozusagen Kritik gegenüber Verwaltung, gegenüber Behörden richten, dass wir diese sozusagen ganz klar nach oben eher auf politischer Ebene äußern. Denn was hier ganz klar fehlt, sind einfach mehr Mitarbeiterinnen, die das Thema offene Daten bearbeiten. Denn wenn die Politik tatsächlich dieses wirtschaftliche Potenzial sehen will in offenen Daten, dann brauchen wir hier einfach mehr Mitarbeiterinnen. Denn nach wie vor ist es regelmäßig so, dass die Aufgaben rund um offene Daten einfach auf Mitarbeiterinnen oder Teams abgewälzt werden, die eigentlich ganz andere Aufgaben und Expertisen haben. Denn
offene Daten zu bearbeiten, sie zu sammeln, sie zu optimieren, sie zu standardisieren und dann zu veröffentlichen, ist einfach nicht nur eine Nebenaufgabe oder ein berufliches Hobby, sondern das ist ein Beruf, für den man auch eine Expertise braucht. In Berlin sehen wir gerade sehr schön, dass es dort eine erste Initiative gibt, die sogenannte Datenkoordinatorin versucht zu berufen, um genau diese Aufgaben in verschiedenen Bereichen zu übernehmen. Die Ergebnisse, die ich heute als eine Art Übersicht über den Open Data Stand in Deutschland berichte, sind Ergebnisse eines Forschung- und Entwicklungsprojektes, die Open Data Cloud Services, die gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in den letzten anderthalb Jahren umgesetzt wurden. Und Ziel dieses Projektes war, sich vor allem die Metadaten offener Daten anzuschauen und zu erforschen, inwieweit moderne Technologien, vielleicht semi- oder vollautomatisiert, diese Daten optimieren und verbessern können, sodass Nutzerinnen schneller die Daten finden, die sie tatsächlich brauchen. Entsprechend ist der Rest des Vortrags auch ein bisschen auf der Technologie-Pipeline aufgebaut, die in diesem Projekt entwickelt wurde, angefangen von der Aggregation der Daten, dem Anreichern und Standardisieren von Metadaten bis hin zur Bereitstellung. Alle Elemente und Module, die in diesem Projekt entwickelt wurden, sind unter offenen Lizenzen frei verfügbar, ganz im Sinne Public Money, Public Code. Die Verwaltung in Deutschland ist im föderalen hierarchischen System strukturiert und die setzt sich natürlich auch in den offenen Daten fort. Hier kann man sich vorstellen, dass was auf einer Entscheidungsebene ganz gut funktioniert, kann auf einer technologischen Ebene eine riesengroße Herausforderung bedeuten. Dort, wo nämlich dann ganz viele verschiedene Technologien für das Sammeln, für das Bereitstellen genutzt werden und dadurch ein sehr heterogenes Gefüge entsteht. Für das Sammeln von Daten läuft es in der Regel so, dass auf kommunaler Ebene zum Beispiel Daten erhoben werden, die werden dann vom Land aggregiert und dann nochmal auf Bundesebene aggregiert. Hierfür gibt es verschiedene Plattformen. Die große Plattform in Deutschland ist GovData, aber neben GovData gibt es noch eine ganze Menge an anderer Plattformen, die auch Daten aggregieren, zum Beispiel die Plattform Metaware. Und wenn wir uns das hier jetzt gerade mal zum Beispiel anschauen, sehen wir, dass Niedersachsen zum Beispiel bisher gar nicht irgendwo vertreten ist, weil die erst seit letztem Jahr überhaupt eine Open Data Strategie haben. Aber zum Beispiel aus Sachsen-Anhalt findet man in Metaware, aber nicht in GovData. Wenn man also wirklich alle Daten haben möchte, muss man in sehr vielen Plattformen gleichzeitig suchen, um dort dann einen gemeinsamen Datenschatz zu heben. Was wir in unserem Projekt gemacht haben, wir haben in unserem Tool über 20 verschiedene Metadatenplattformen geharvestet, um diese dann zusammenzuführen. Und nur weil ein Bundesland in solch einem Verbund dabei ist, bedeutet dies noch lange nicht, dass tatsächlich auch Daten vorliegen. Im Beispiel von Bayern ist es zum Beispiel so, dass vor einiger Zeit das Land Bayern von der CCAN-Plattform auf eine proprietäre Plattform umgestiegen ist und seitdem überhaupt keine Daten mehr verfügbar sind. Daneben gibt es dann aber zum Beispiel auch Portale wie geoportal.de. Dort, wie hier am Beispiel zu sehen, finden wir dann auch Daten aus Niedersachsen, zum Beispiel hier vom Landesbetrieb, Landesvermessung und Geobasisinformationen, die großartige Datensätze und Projekte übrigens haben. Weil es aber auf Landesebene bisher noch keine Aggregation ist, die an GovData weitergegeben wird, finden wir diese Daten jetzt nur im Geoportal und zum Beispiel nicht bei GovData. Müssen also hier über verschiedenste Plattformen gehen, um tatsächlich alle Daten zu heben. Was hier also wichtig wäre, ist, dass es tatsächlich eine Plattform gibt, auf der wir alles finden. Was nicht bedeutet, dass alle anderen Plattformen sofort abgeschaltet werden müssen. Viele dieser Plattformen haben spezifische Funktionalitäten, wie zum Beispiel, dass geoportal.de sich speziell auf Geoinformationen konzentriert und für diese auch spezielle Darstellungsoptionen hat. Aber nichtsdestotrotz braucht es irgendwo eine Single Source of Truth, wo wir alle Informationen finden. Was das Ganze darüber hinaus kompliziert macht, wenn man, wie bei in unserem Tool, von ganz vielen Plattformen die Daten sammelt, hat man das Problem, doppelte Datensätze zu identifizieren. Im aktuellen System, wie das auf verschiedenen Ebenen aggregiert wird, ist es so, dass wir nicht herausfinden können, welche Metadatensätze denselben Datensatz beschreiben.
Was wir in unserem Projekt dann ausprobiert haben, ist, die URLs als Unique Identifier zu nutzen, mussten aber auch dort relativ schnell feststellen, dass die Schreibweisen ein und derselben URL extrem auseinandergehen. Was wir also hier wirklich brauchen, ist Unique Identifier, sodass jeder Datensatz eindeutig identifiziert werden kann, egal auf welcher Aggregationsebene wir diesen Datensatz finden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Portale, wo wir deutschlandweite Daten finden, die nicht erst aggregiert wurden, beziehungsweise die voraggregiert sind, aber auch schon vorverarbeitet sind, wie zum Beispiel das Statistische Bundesamt. Das Problem hier ist, dass wir dort häufig stark aggregierte Daten finden und stark vereinheitlichte Daten, also zum Beispiel nur auf Bundeslandebene. Wenn wir allerdings zum Beispiel auf Häuserblockebene Daten wollen, müssen wir wieder in der Hierarchie weiter runtergehen und dementsprechend auch mehr heterogene Datensätze abrufen. Eine Ausnahme dabei ist allerdings der Zensus. Der hat auch eine räumlich sehr hohe Auflösung und ist trotzdem schon über ein Portal abrufbar, was ihn als zu einem sehr wertvollen Datenschatz macht. Hier ist die nächste Version für 2022, wird aktuell erhoben und soll nächstes Jahr dann auch über die Plattform verfügbar sein. Daneben gibt es natürlich noch andere Portale, wie zum Beispiel von der ESA, Remote Sensing Informationen, die auch für ganz Deutschland zur Verfügung stehen, oder die Daten des Deutschen Wetterdienstes, die zwar nur sehr schwierig über die Website abzurufen sind, die aber ein riesengroßer Datenschatz sind, die sehr hoch aufgelöst, sehr temporal sehr hoch aufgelöste Daten über Wetter in Deutschland haben. Wir haben also auf der Aggregationsebene erstmal das Problem, dass wir überhaupt alle Metadaten zu allen Datensätzen finden müssen, um dann die zu identifizieren, die wir für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Analyse brauchen. Und diese Heterogenität setzt sich dann natürlich auch in den Metadaten vor. Hier einfach nur, um das einmal beispielhaft zu zeigen, das ist das Metadatenfeld des Dateiformates. Und das hier sind alle möglichen Schreibweisen für Shapefiles, die wir gefunden haben. Nachdem wir fehlerhafte Leerzeichen, Groß- und Kleinschreibung entfernt haben, sind das immer noch extrem viele Varianten, die hier entsprechend ausgefiltert und standardisiert werden müssen von einem Tool. Wer übrigens an solchen Sachen Interesse hat, wir haben ein Repo, wo wir für all diese Formate ein Standardisierungsskript geschrieben haben und all diese Formate manuell aus Tausenden von Metadaten herausgefiltert haben. Das Ganze setzt sich natürlich auch in anderen Metadatenfeldern vor. Was hier interessant ist, ist, im oberen Beispiel sehen wir zum Beispiel ein Feld, wo wahrscheinlich nichts eingetragen wurde und stattdessen das System einen Standardwert eingesetzt hat. Sowas sollte eigentlich eine Software die Nutzerin darauf hinweisen, dass hier etwas fehlt. Im unteren Feld wahrscheinlich ein Tippfehler. Statt 2007 haben wir hier 20.077. Auch sowas könnte ein Plausibilitätscheck sehr, sehr einfach und schnell feststellen. Bei den Keywords, den Stichworten, mit denen die Daten beschrieben werden, sieht es noch viel katastrophaler aus. Wir haben hier in den tausenden Daten, die wir aggregiert haben, über 150.000 Stichwörter gefunden. Darin finden wir die Namen der Mitarbeiterinnen, wir finden Aktenzeichen, wir finden Timestamps, wir finden alles Mögliche in diesen Daten. Und selbst wenn man das alles rausfiltert, sind immer noch Tausende an Stichwörtern da, die den Suchenden nachher eigentlich kaum helfen, Sinn aus diesen Daten zu generieren. Was wir deswegen gemacht haben, wir haben ein eigenes Tool generiert und haben mit Machine Learning die ganzen Begriffe in Vektoren umgewandelt und haben uns daraus dann ein Tool gebaut, mit dem wir dann diese verschiedenen Cluster, die wir dann darin finden, sozusagen manuell untersuchen können und daraus dann sozusagen unsere eigenen Gruppen, unsere eigenen Klassifizierungen generieren können, indem wir sozusagen hier diese Daten entsprechend untersuchen können und daraus dann eine Klassifizierung von nur noch 20 bis 50 Keywords generieren aus diesen 150.000 Keywords. Was hier also wichtig ist, dass es eine des Standards eingehalten werden, dass standardisierte und kontrollierte Vokabularien genutzt werden und dass Daten auch validiert werden. Und wer sich jetzt vielleicht denkt, oh, da müsste man mal eine Arbeitsgruppe bilden, die gibt es natürlich schon längst und es gibt auch jede Menge Arbeit zu Standards und wie man das Ganze besser machen kann. Wir haben zum Beispiel auf Metadatenebene DKAP, wo es eine großartige Dokumentation gibt, wo es sogar einen Community-Input, den GovData leitet, auf GitHub gibt, wo man sich einbringen kann, um das Ganze noch zu verbessern. Es geht sogar so weit, dass es sogar Validatoren gibt, sogar als Open Source, die vom GovData-Team entwickelt wurden. Wir haben also die Werkzeuge, wir haben die Standards, sie müssen aber auch in der Fläche eingesetzt werden, um zu einem tatsächlichen Mehrwert zu werden.
Diese Standardisierung und die Anreicherung setzt sich natürlich dann auch in den Daten selber fort. Ich habe versucht, in meinem Vortrag keine spezifischen Städte irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. An dieser Stelle habe ich jetzt ein paar Datensätze aus Hamburg, weil die in den meisten Fällen ein so großer Vorreiter und Vorbild sind, dass die es jetzt auch mal ertragen müssen, sich das hier anzuschauen. Denn natürlich gibt es auch in den Daten selber Probleme. Ob es falsche Geodaten sind, wir haben hier rechts zum Beispiel einen Punkt, der völlig off ist. Auch sowas könnte ein einfacher Check relativ schnell feststellen und die Nutzerin darauf hinweisen, dass es hier möglicherweise ein Problem gibt und dass hier eine Koordinate vielleicht am falschen Fleck positioniert ist. Was wir in unserer Software auch entwickelt haben, ist herauszufinden, ob zwei Geometrien denselben Bereich beschreiben. Was auf den ersten Blick sich sehr einfach anhört, ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn ich habe hier ein ganz einfaches Beispiel, das ist eine Grenze zwischen zwei Bundesländern und wie man hier schnell sehen kann, haben wir extrem viele verschiedene Varianten ein und derselben Grenze. Und das technologisch herauszufinden, dass es sich hier tatsächlich um dieselbe Grenze handelt, wenn wir von hunderten verschiedenen Geometrietypen sprechen, ist gar nicht so einfach. Also auch hier wäre eine Standardisierung extrem hilfreich, um die Verarbeitung und den Mehrwert offener Daten zu erhöhen. Also Standards einhalten, im Idealfall die offiziellen Geometrien des BKG nutzen und Daten validieren, bevor man sie online stellt. Und zum guter Schluss natürlich die Daten auch noch bereitzustellen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, das eine ist, überhaupt Schnittstellen zu schaffen oder standardisierte Wege, über die man die Daten immer wieder gleich abrufen kann. Aber neben den aktuellen Daten brauchen wir gerade für wirtschaftliche oder wissenschaftliche Nutzungszwecke auch historische Daten. Und diese sind häufig überhaupt nicht verfügbar. Es passiert immer wieder, dass historische Daten gelöscht werden. Und selbst wenn sie vorliegen, ist es quasi unmöglich, wenn wir zum Beispiel den Datensatz von 2020 und 2010 haben, über die Metadaten herauszufinden, dass es sich hier um denselben Datensatz für verschiedene Jahre handelt. Darüber hinaus fehlen natürlich auch häufig sowas wie Change Reports, dass wir tatsächlich wissen, wo haben sich Geometrien verändert, was ist in den Daten passiert. Es ist also extrem wichtig, dass historische Daten vorgehalten werden, damit wir zum Beispiel statistische Modelle darauf bauen können. Bezüge zwischen Daten müssen klar und transparent in den Metadaten abgebildet werden, sodass automatisiert zum Beispiel Arbeitslosenzahlen für eine Kommune auf einer bestimmten räumlichen Granularität automatisiert erkannt werden über verschiedene Jahre hinweg. Und idealerweise gibt es darüber hinaus auch noch Veröffentlichungspläne. Gerade wenn ich als Unternehmen ein Konzept entwickle, das auf offenen Daten aufbaut, dann brauche ich natürlich auch eine Sicherheit, dass ich im nächsten Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Update meiner Anwendung durchführen kann und nicht vielleicht im nächsten Jahr dann 3 Monate später erst auf diese Daten zugreifen kann. Wir brauchen also auch eine gewisse Verlässlichkeit, was die Verfügbarkeit der Daten angeht. Wie man sieht, gibt es noch eine Menge Probleme, die sich im Bereich der offenen Daten in Deutschland ergeben. Und zurückgreifend auf diese Studie sind wir selbst im konservativen Szenario noch nicht wirklich angekommen und es gibt noch viel zu tun. Darüber hinaus muss man aber ganz klar sagen, es passiert schon sehr viel. Und wenn man sich zum Beispiel die Arbeitsgruppen rund um Standards und Entwicklung im Bereich Open Data anschaut, bewegt sich einiges. In unserem Projekt haben wir uns damit beschäftigt, ob man vielleicht durch moderne Technologien, wie man das so schön nennt, ein Leapfrogging erreichen kann. Wir sozusagen durch Technologien die Daten so weit optimiert bekommt, dass man sie sozusagen einen Schritt überspringen kann. Und müssen jetzt nach 1,5 Jahren sagen, dass eine gewisse Optimierung möglich ist, aber in vielen Bereichen sind die Daten tatsächlich so schlecht, dass selbst modernste Technologien hier an ihre Grenzen kommen. Um aber möglichst schnell sozusagen an einen gemeinsamen Weg zu finden, wie wir offene Daten besser machen können, wäre es meiner Meinung nach extrem wichtig, Kerndatensätze zu identifizieren. Auch hierzu gibt es schon bereits einige Studien, die versucht haben, solche Kerndatensätze zu identifizieren. Dazu gehören zum Beispiel die ALKES- und ATKES-Daten, Basisdaten zu soziodemografischen Informationen auf möglichst hoch aufgelöster räumlicher Ebene oder thematisch fokussierte Daten zu Verkehr, zu ÖPNV, zum Baumkataster.
um die dann sozusagen wirklich flächendeckend für ganz Deutschland anzubieten, bis wir dann sozusagen in der Breite den hohen Standard für alle Informationen erreicht haben. Denn gerade sowas wie Hauskoordinaten sind natürlich extrem wichtige Datentypen, die in ganz vielen Anwendungen genutzt werden können. Und diese werden nach wie vor immer noch verkauft. Und wenn ich die für ganz Deutschland brauche, weil ich eine neue Anwendung bauen will, kostet mich das 80.000 Euro für jeden einzelnen Abruf aller Daten, die ich durchführen möchte. Und das, obwohl Hauskoordinaten in fast der Hälfte aller Bundesländer bereits Open Data sind. An dieser Stelle muss sozusagen auch die Verwaltung natürlich nachziehen. Ich finde es aber an dieser Stelle nochmal wichtig, klarzumachen, dass wir hier wirklich versuchen sollten, gemeinsam die Open Data Community, Aktivistinnen, Forscherinnen, als auch die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung einen gemeinsamen Weg ans Ziel zu finden und uns vor allem an die Politik zu richten und klarzumachen, dass wir mehr Mitarbeiterinnen, mehr Personal im Bereich von Open Data brauchen, um tatsächlich dieses wirtschaftliche, aber auch zivilgesellschaftliche Potenzial offener Daten zu heben.